Und aus dem Gebäude fangen die Leute schon an zu schreien. Mittlerweile ist die Sanität Liestal auf dem Platz. Unser Partner, der jetzt dann auch die Person übernehmen, die verletzte Person betreuen und dann übergeben. Mittlerweile ist die erste Schaumleitung in Betrieb. Also sie können noch einschäumen. Auf der Südseite hat man jetzt eine Schiebleiter angestellt, um aus dem Gebäude Rettungen zu machen. Ja, ich habe schon mal gesagt, der Roman Schrub hört auf. Und dann lassen wir nicht einfach nur so mit dem als Einsatzleiter. Wo jetzt zuerst auch sich ein Bild gemacht hat vom ganzen Einsatz, vom Szenario. Ich kann natürlich ein bisschen dumm reingehen, weil wir hier innen Rauch haben. Jetzt werden die Truppe eingeteilt. Also erst geht der Rekotrupp rein. Das sind zwei Leute, die gehen schauen, was überhaupt ist. Ausgerüstet mit einer Wärmebildkamera. Und die rücken vor und gehen einfach nur rein, anzeichnen. Der Löschtrupp, bei denen ist es wichtig, dass sie immer in Bewegung sind, dass sie nicht einfach nur auf ein Ziel löschen, sondern dass sie sogenannt dynamisch sind, dass in zweiter Linie eigentlich das Auto löschen. Das heisst, zwei Drittel wird strukturgekühlt und ein Drittel eigentlich auch dann vom Wasser für zum Löschen verwendet. Im vorderen Bereich sehen wir zwar nicht, aber wir hören es, sie sind am Strukturkühlen. Das ist immer wieder ein Problem, die Abplatzungen oder vom Beton, wenn es heiß hat und das einfach nicht mehr passieren kann. Im Namen von Golf Schweiz, Proben, die Führermagazine, Apropos genießen. Lässt die Führermagazine.